Stärke übertragen, bringt nicht viel, mittelschwere Wunden heilen. Krankheit heilen. Fluch brechen. Fluch brechen nehmen wir einmal mit rein. Und ein Zauber der sechsten Stufe. Strahl des Rubens. Und der Materiell, der kriegt 6W6. Von der Elementarebene 3W4. Also dagegen, das ist die schwach. Gegen Untote und gerade gegen Dämonen wäre das Ding stark. Luftdiener, Tiere beschwören. Tiere herbeirufen. Klingenbarriere. Falscher Sonnenaufgang. Ne, ich nehme einfach mal den Zauber. Ich denke, ich bin soweit. So, aufsperren brauchen wir hier nicht. Sehr gut. Ja! Eine Feuerschutzrolle. Ein Horn. Das müssen wir aufsperren. Und suchen zur Sicherheit noch weiter nach Fallen. Und wir setzen den Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Ja, super. Nun gut. Ach, das hätte ich mir sparen können. Ich kann ja einfach das Zeug hier rein. Trag der Hügelriesenstärke immer wieder einer. Eine Schutzformel gegen Feuer. So. Was immer ihr wünscht. Das ziemlich üble Haus wurde geplündert. Hat uns ein bisschen angeschlagen. Ich warte, wenn ihr es. Natürlich. So, dann können wir ja uns auch gleich noch hier unten umsehen. Yoshimo. Was ist das? Trank der Geschütztheit. Fähigkeit gegen Elektrizität, der ist jetzt nicht so wichtig. Hügelriesenstärke Trank. Ne, das ist Steinriesenstärke. Minsk hat gar keine Stärke Trank. Du hast Frostriesenstärke. Das ist aber wieder einer von den Tränken, die Yahira aufbewahren muss. Das Ding können wir mal bei Gelegenheit wegschmeißen, das Hafner-Amulett. Die Bolzen können nicht identifiziert werden, weil es dieselben sind wie die. Zepter der Auferstehung, das kann mal zu Talisa. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Noch eine Goldmütze in dem Fass. Oh. Bürgerliche. Hier werde ich mich eigentlich gar nicht umsehen. Ihr braucht nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Also ich gucke mich nur in den Sachen um, die verschlossen sind. Fragt nur. Keine große. Tschüss. Oh. Was möchte ich? Erzählt mir mehr davon. Vor Bösem geschützt? Sind die etwa nicht böse? Ich bin bereit. Ich warte. Führt mich an, mein Freund. Keldon, mach mal Gesinnung erkennen. Nein, die sind böse. Was kann ich
Du da hinten siehst aus wie ein Magier, also. Wehrt euch! Ihr kriegt keine zweite Chance! Ruft euch zu sich! Das Dämonentor sieht nicht gut aus. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Harry, halte ich mal selber. Okay, Harry ist zum Schweigen gebracht. Das ist dann auch nicht so gut. Was immer ihr wünscht. Ich warte. Manus potentes. Magiban. Das hat nichts gebracht. Okay. Ja, wenn ihr es wollt. Eine identifizierende Schriftrolle ist schon mal nicht schlecht. Bisschen Geld. Armschienen. Oh ja, hat einer von euch einen Punkharnisch vielleicht dabei? Das sind alles Plattenpanzer, wie ich sehe. Und Kettenhemden. So, heilen wir mal ein bisschen. Verteilen um. Oh ja, die kann zu ihr. Das sind Abwehrarmschienen, die wir nicht unbedingt brauchen. Der kann mal identifiziert werden. Wie viele Ladungen hast du? Ja? 6 Ladungen. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist echt gut. So. Wo soll ich? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja, Shimo, such mal nach Fallen und so. Hier Gold. Haben wir jetzt einfach nur irgendein Diebesversteck? Zur Hölle, was war das für eine Falle? Das sind Schriftrollen. Das ist schönes Zeug. Ich glaube aber von den Schriftrollen bringt Harry gar nichts mehr was. Außer der da. So. Das waren wohl einfach nur ein paar Schurkens, die hier krumme Dinge gemacht haben. Wir haben sie ein bisschen aufgescheucht. Ich war natürlich. Wobei mit ihrem Dämonenportal waren das schon ziemlich starke Schurkens. Meine Beliebtheit, die hat nicht gelitten. Nein, gut. So, mal gucken, was Rampa zu sagen hat hier. Oder reden wir erst mit der Kuh? Nein, reden wir mal mit Rampa. Wer da? Wer ärgert den alten Rampa? Was wollt ihr? Haut ab. Hat euch Aegisfeed geschickt? Schon gut, Alterchen. Ich wollte euch nur etwas über die Morde fragen. Schnauze halten und zu. Und ich will wissen, was ihr über die Morde wisst. Macht ihr ein paar Münzen. Vielleicht leiht ihr mir für ein paar Münzen euer Ohr. Ihr wollt für Gold... Ihr wollt für Gold reden? Und dann geht ihr? Okay, redet. Und der alte Rampa hört euch zu. Aber versucht keine Tricks.
Einverstanden, nur erzählt mir, was ihr über die Morde wisst. Nichts, gar nichts. Nichts, überhaupt nichts. Die Wache sagte mir, ihr wüsstet etwas. Ich weiß von nichts. Die Wachen haben uns ferngehalten. Die wissen alles, was auch ich weiß. Mehr war nicht. Aber, hey, aber ich weiß etwas, was die nicht wissen. Haha. Blind sind sie, aber ich hab's es gesehen und jetzt weiß ich es. Was habt ihr gesehen, Wampa? Was habt ihr entdeckt? Ich sage nichts. Wenn ihr was hören wollt, dann zahlt. Ich habe es gefunden, gleich neben einem Toten. Es gehört mir, also müsst ihr zahlen. 100 Goldstücke. Jawohl, 100 Stück. Was habt ihr gefunden? Das ist keine Menschenhaut. Guckt nicht so, es ist wirklich keine. Ja, es ist Leder, aber keine Menschenhaut. Wirklich. Die Leiche hat einer gehäutet. Ich weiß, aber das hier ist nicht von denen. Danke, Herr Ampa, ich gehe jetzt. Besser, ihr geht jetzt. Nehmt das Leder. Es ist keine Menschenhaut. Es ist was anderes. Geht und freut euch. Geht zu dem Verkäufer, der dieses Zeug kauft. Das Leder ist dick und rau und erinnert euch an kein Leder, das ihr kennt. Selbst das Leder einer Kuh oder einer anderen euch bekannter Tiere, die Haut ist nicht so stark. Das betreffende Wesen muss in der Tat recht exotisch sein. Das ist Menschenleder, würde ich mal annehmen. Ich habe ein Stück seltsames Leder vom Bettler Rampa bekommen. Er hat behauptet, es würde sich dabei nicht um menschliche Haut handeln. Er hat es aber in der Nähe eines Opfers gefunden und mir vorgeschlagen, dass ich mit dem Verkäufer der Kauf darüber spreche. Vermutlich meint er einen Händler. Keine große Herausforderung. Also ja. Der Gerber zum Beispiel. So, nach da unten komme ich irgendwie nicht. Dann weiß ich auch nicht, was da unten ist. Nach hier unten würde ich kommen. Gehen wir erstmal kurz nach da unten. Das hier sieht nämlich alles schon mal recht kaputt. Du sollst ein Seemann sein, du bist eher ein Pirat. Also ja, ich wollte sagen, hier sieht alles recht kaputt aus. Ja, und ich könnte hier wieder hochgehen. Immer, ich komme auch hier irgendwo hin. Ich warte. Was möchtet ihr? Ich sollte mich wohl besser beeilen. Es muss hier doch. Es muss hier doch eine halbwegs anständige Kneipe geben, in die ein Seemann einkehren kann, um zu entspannen. Irgendein Ort mit viel Wein und einer Menge Mädels. Ja. Ich wollte gerade sagen, er haut da. Arbeitet schneller, ihr nutzlosen Hunde! Was? Orga? Wenn ihr weiter so faul seid, kriegen wir das Schiff nie rechtzeitig beladen. Burg, Krankmeister, muss langsam machen. Niemals! Ich werde wegen euch verdammten Orgern doch keinen Auftrag verlieren. Arbeitet schneller, sag ich! Du nicht nett. Wir, Oger, nicht arbeiten. Ja, wir nicht arbeiten, wäre Meister so gemein. Zwingt mich nicht zur Peitsche zu greifen, ihr jüdischen Kümmerlinge. Beladet das Schiff, sage ich. Beladet das Schiff. Nein, wir nicht arbeiten. Wir euch aufhalten. Ah. Ich werde euch. Ich will zermatschen. Ich will zermatschen. Was wollt ihr? Oh, du Mensch, nicht angreifen? Wir jetzt gehen. Wir nicht arbeiten für welches Mensch? Gurk krank? Sein ich ihn müssen besser machen. Okay. Ja, da sieht man es wieder. Seid nett zu euren Arbeitern, vor allem wenn es dicke Oger sind. Na du, warum seht ihr mich so schief an, hm?
Es tut mir leid, es ist nur so, dass ich vor dem Geruch vom Fisch einfach nicht, dass ich den Geruch vom Fisch nicht ausstehen kann. Ja, Avery hat gerade nichts zu sagen. Okay. Und ja, wir haben gerade eben den Typen, die die Ogre platt gemacht haben, beklaut. Beziehungsweise sie uns einfach sein Geld genommen. Ich meine, er hat es nicht besser verdient. Auch wenn es Ogre sind, niemand sollte so behandelt werden wie ein Tier. Auch Ogre nicht.